Und ja, jetzt auch auf der Karte angezeigt werden alle. 21 Meter. So, was steht denn hier drinnen? Beschreibung: Kleine Cessna liegt unter Wasser hin, weil sie das Spirit und bla bla abgestürzt und Trümmern wurde. Eine Alukiste geborgen. Aber dazu gehörige Schüssel wurde nicht gefunden. Also nur tauchen. Was war das jetzt schon wieder? Was? Das ist jetzt zu sehen, was das sah aus, als hättest du. Das sah aus, als wärst du mit dem. Erstmal so mit dem Kopf im Wasser stecken geblieben. Rucksack. Nicht da was. Dann ist das auch im Koffer zum Plündern. Das ist auch im Koffer zum Plündern. Ich noch einen Rucksack. Ich muss ja langsam nach oben. Ja, ich auch. Er macht schon komische Geräusche. Das sind keine komischen Geräusche, das muss so. Na ja. Ja. Was haben wir hier? Plündern voll. Okay, ist der Schlüssel. Und das Versteck ist jetzt genau wo? Öffne Alukiste. Wie am Land, wie es aussieht. Noch? Ja, ich glaube auch. So, einen Arm hier markiert, den können wir direkt mal finden. Das ist schlecht, Leute. Das ist sehr schlecht, was ihr jetzt macht. Nein, kann man nicht. Das ist komplett schutzlos im Wasser. So, ich mach mal die Kiste auf. Wo ist da drüben? So. Gibt's ja nicht noch irgendwas? Was hier halt? Hinter dir, was ist das? Kannst du voll plündern. Ups. So, wo wollen wir jetzt hin? Ich wollte jetzt an. Ach, jetzt kack da. Hier liegt der Typ und der habe ich direkt natürlich meine Waffe getauscht, ne? Nein, ich schon wieder. Müll, meinst du die richtige Waffe jetzt gerade? Okay, das Spiel ist gerade ein bisschen. Wie sagt man so schön? Ich glaube, es ist verbuggt. Ja. Unter Wasser kann ich keine Waffen tauschen. Egal. Hol ich wieder. Nee, kann man nicht. Nee. Also kann man schon, aber der tauscht irgendwas. Wie es aussieht. Obwohl, wenn ich mit der Knarre nochmal runterschwimme, ausgerüstet, dann tausche. Okay, dann geht's. Muss erst aus dem Wasser. Also da ist sogar noch ein Cheeseburger-Wackelkopf hier. Wir haben noch sehr viel zum Versammeln. Ja. Gut, dann erstmal hier zur Bay rüber oder wie? Oder was hast du dir vorgestellt? Ja, Leiche ernsthaft im Motor. Deswegen können wir nicht fahren. Einfach drüber holzen. Zum Anleger da. Auch wenn ich der Meinung bin, dass wir bei diesem Anleger schon mal waren.
Ja, irgendwie. Und sich da spontan Flugzeuge bilden. Geht noch nicht. Mal wieder so verpackten. Ja. Manchmal gibt es doch diese Schilder außen. Vielleicht muss man zuerst zu diesen komischen Schildern. Hat er jetzt gezählt? Ja, jetzt blau. Alles klar. Der Sender ist da unten. Oh, nö. Wo ist er? Keine Ahnung. Mann, über Bord. Ach, da hinten fliegt er rum, ich sehe ihn. Ja, ich würde ja gerne. Jetzt. Da hinten, da, ich weiß nicht, ob du triffst. Der ach, da. Rum. Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Ja. Alter, was zum... Ich weiß nicht, was das war. Unser Boot hat noch nicht gebrannt, eigentlich. Teufel, ey. Ja, manchmal. Ich sehe auch niemanden neben dem Raketenwerfer oder so. Was war der Helikopter an sich? Wie soll das... Ich weiß nicht, aus dem Tod raus. Letzter verzweifelter Schlag. Hm. Wenn ich hier hoch kann ich vielleicht ganz aufs Dach. Ja. Ups. Und gibt schon neues Fahrzeug? Ach da. Naja, das gleiche halt wieder, ne? Irgendwas hat doch jetzt schon wieder auf mich geschossen. Ich hab's doch genau gehört. Ja. Man sieht aber nichts. Da hinten ist was Rotes aufgetaucht, aber das kann ja nicht gewesen sein. Der ist. Viel zu weit weg. Zu weit im Busch drin. Haha. Ist weg, ihr seid verflucht hier. Wohin geht die Reise eigentlich? Oder zum Wackelkopf. Achso. Ja, schon sieht der Samen. Was? Aha. Das, wenn das einer klaut, dann heiße ich Otto. Hallo Otto. Das ist viel zu schnell. Das ist schneller als das Spiel. Ja, macht immer Kollegen. Ne? Ich mach mal hier das Ding auf. Und sie eh nicht mehr. 9 von 10. Stirb. Da hinten auch. Stirb. Naja, schon tot. Stirb halt nochmal. Nochmal. Und hier waren wir auch schon, wenn die Wattenkopffigur nicht mitgenommen war, warum auch immer. Die ganzen Fässer aufzugabeln, die Whiskyfässer, die im überall rumliegen. Ja, wollen wir uns das wirklich Wasser. Alles antun mit den ganzen tausenden Whiskyfässern? Na, ich glaube nicht, ne? Dann klatsch Nixon oder direkt zum Bunker. Ist das nicht nebeneinander? Mhm. Bunker ist weit im Norden.
was die Liebe ist. Hm. Wie zum Teufel ist da jetzt ein Radio angegangen? Ich weiß nicht. Und Schnellreise oder zu Fuß gehen oder wie ist der Plan? Oder doch wollen wir jetzt hinholen, ne? Ja, du hast ja gesagt, zwei Möglichkeiten haben wir. Klatschnixen oder das andere. Oder die restlichen Dinger sammeln halt noch, die Comics und. Ja, das ist ja viel fehlt. Was fehlt denn da eigentlich jetzt noch? Ich sehe hier oben ein Feuerzeug. Dann ich gucke gerade mal hier missionstechnisch. Es fehlt ein Feuerzeug. Ja, das habe ich schon gefunden. Das habe ich sogar gerade markiert. Es fehlt ein Comic. Es fehlen vier Baseballkarten. Es fehlen sogar noch in Eden's Gate noch drei Schreine, die wir noch kaputt machen müssen. Was? Haben auch noch eine Mission über. Sind wir schlecht. Dann fehlt noch eine Wackelkopffigur. Ja, es ist nicht mehr viel beim Sammeln. Also, ein Feuerzeug habe ich schon gefunden. Das habe ich auch schon markiert. Oder also die Whiskyfässer, die sind halt noch ein bisschen. Oder hatte ich markiert? Das ist weg. Hä? Wozu? Das passieren mehr crazy Dinge. Sehe ich nicht mal gerade, wo wir gerade sind. Da. Genau, wir sind hier. Was ist denn das Näheste? Das auch gerade rum, aber ich sehe gar nichts. Was wir noch sammeln müssen. Also Feuerzeug habe ich gefunden. Das Comic nach dem Comic gesucht, das habe ich gar nicht gefunden bis jetzt. Oder Wackelkopffigur. Also ein Comic habe ich gesehen, das ist ziemlich weit rechts drüben bei dem, in der Gegend von der Drulle. Von der Drogentussi. So, und da müssen wir eigentlich jetzt hier nur den Berg hoch. Wobei ich noch nicht genau weiß, wie. Steht doch Rucksäcke rum. Hier ist auch einer. Hast du schon Rucksäcke rum? Die will ich alles übersehen hier. Hinten im anderen Haus ist auch noch einer gewesen. Also hier. Du hast gesagt, hier steht auch noch einer rum? Ja, hinter der Mauer. Andere Richtung hier rüber. Wie jetzt? Wo? Ja, hier. Wenn du mich auch genommen hast, müsste der hier an der Mauer stehen. Ach da, ja, hab ihn. Und einer ist am Haus da. Den hatte ich schon gefunden. Und ich würde sagen, wir müssen hier außen rum. Habe ich so das Gefühl. Meinst du? Ja. Ja, sieht gut aus. Die Straße hoch, sagt die Navi. Sagt der Navi. Schon wieder rote Sachen auf dem Radar. Hat man nicht ständig hier rote Sachen auf dem Radar? Ja, doch, eigentlich schon. Hirsch. Ich würde vermuten, hier lang. Was gibt's da oben eigentlich? Das wäre so eine Schlachterbude. Regulärer Jäger. Rucksack. Moment, wo ist jetzt meine Markierung hin? Die ist da. Unten. Ja, es ist schön, wenn die aber dann bei mir immer wieder mal verschwindet. Der Robby muss irgendwo im Bunker sein. Ach, da ist er schon. Seht schon. Da ist für seine fette Tür. Ja, der ist jetzt nicht so zu übersehen, der Bunker. Ja, ist ein Hütchen. Wurfmesser, ja. Ja, war eigentlich auch nichts Interessantes drinnen. Bin hier geschlachtet. Rucksack, was zum Lesen. Nach nicht austauscht, Mann. Mit blutgetränkte Notiz. Hier wird einer gefoltert, da dann.
Feuerzeug habe ich. Hier liegt noch ein bisschen Bargeld rum. Porno. Safe knacken. Bargeld, Porno. Gott, diese automatische Taschenlampe regt mich auf. Ich sehe mehr ohne diese blöde Lampe. Ja, irgendwie schon. An, aus, an, aus, an, aus. Ja, das macht dich wahnsinnig, aber... Was mich jetzt gerade verwundert ist, normalerweise kriegen wir doch immer eine... ja, es klappt doch dann immer so ein Ding hoch. Wir haben es erledigt, aber... Hab ich auch nicht gekriegt. Hm? Hab ich auch nicht gekriegt, sag ich. Nee, also... Aber die Feuerzeuge müssten doch jetzt fertig sein. Das war doch das letzte jetzt. Ja, bringe die Feuerzeuge zu Wendel zurück. Okay. Können wir direkt die anderen Sachen auch mal einsammeln, wo auch immer das Zeug liegt. So, jetzt wollen wir mal kurz schauen. Ich hatte vorhin gerade irgendwo das andere Comic gesehen. Okay, Wackelkopffigur habe ich. Okay, ich auch schon mal. Okay. Das Comic. So. Hier ist ein Comic. Ah, okay. Also das war nur eins. Gucken wir nachher. Ein Comic, eine Wackelkopffigur. Okay, aber was ist näher? Ich glaube, wir müssen dabei immer teleportieren, das geht nicht anders. Ja, ja, ich sehe jetzt aber deine Markierung nicht von der Wackelkopffigur. Du kannst mal zu Nelsons Haus. Ach, die liegen direkt auf der gleichen Straße, wie sehe ich gerade. Kannst direkt zum Nelsons Haus teleportieren. Wo ist denn Nelsons Haus? Das ist unterm Gefängnis. Weißt du, wo das Gefängnis ist, ne? Ja. Gefängnis von Hope County, da direkt links. Das blaue Ding ist also einen weiter, noch einen weiter nach links, wo dieser Anleger ist, der Bootsladen. Prepper House? Anleger? Na hier, Prepper House war schon richtig, ach, dann noch Nelson, einen weiter links. Nelson House, oder? Ja. Okay, Reise. Jetzt mal einfach die Straße hoch, da liegen die beiden Dinger direkt. Gut, dann hätten wir dann schon. Drei von, keine Ahnung wie vielen, erledigt. Ja. Wobei, weiß nicht, für die Baseballkarten, hast du da schon eine Karte gekauft gehabt? Eigentlich hätte ich jetzt keine gesehen zum Kaufen, sonst hätte ich sie gekauft. Wo müssen wir lang? Ja, die Straße einfach hoch. Welche Richtung ist hoch bei dir? Diese. Oh, 300 Meter ist Wackelkopffigur. Ich laufe hier gleich mal. Du entfernst dich immer weiter von Jacobs Waffenkammer. Halt, stopp. Was? Schlagnamen hier, ich bin zu weit zum Laufen. Die 300 Meter hier über den Hügel rüber. Man wart wenigstens. Na toll. Siehst du, wär's gelaufen, wäre das nicht passiert. Aber weil du unbedingt Auto fahren musstest, haben wir jetzt schon wieder einen Zivilisten tot. Ja, tut mir leid. Ja, sollte es auch. Elende Zivilisten, Meuchler. Nix, ja, tut mir das leid. Nicht mal das, nicht mal das, glaube ich. Nee. So, so. Du solltest anhalten. Ach so, sagst du gleich. Oh, noch mehr Werbung von mir. Kack da. Dann mal den Scheiß lesen. Hallo, Kumpel. Alter, geh aus dem Weg. Ach, hier ist er doch. 10 von 10. Ich komme hier nicht weg. Die Alten stehen hier alle voll bescheuert im Weg. Hier ist ein Safe. Hier ist noch eine Anleitung. Ach, Anleitung. Anleitung. Ein Porno. Wie gesagt, hier war noch ein Safe. Da hinten in der Ecke. Wo liegt ein Porno? Hier ist... Kasse, daneben liegt noch Bares. Ah, es geht ab hier draußen schon wieder. Wo war jetzt noch, ein Porno? Hier in einem anderen Zimmer. Hinterm Tisch direkt, was der hier liegt. Ach da. So, bloß raus hier. Die gehen mir auf den Keks.
Ich mach mal die Hütte ein bisschen luftiger. Die stinkt. Jetzt nochmal die Straße hoch zum Comic. Keine Ahnung, was da drin gerade passiert ist. Ich weiß auch nicht. Irgendwer hat ja wieder randaliert. Die haben bestimmt wieder auf irgendwas geschossen und haben sich so blöd angestellt. Das ist wie geraucht. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Von der Wildnis so ein bisschen so. Ich glaube, wir müssen anhalten. Na, ich gehe einfach rein. Ja, genau hier. Hast du das gut überlegt, ja? Ja. So. Hier ist sogar noch ein Safe drinnen. Wobei ich das immer nicht verstehe. Wir waren doch hier schon überall, oder nicht? Ja, vielleicht nicht hier im Haus. Irgendwo sind hier Schweine oder ich habe keine Ahnung was. Ja, hier auch Schweine. Was geht hier ab draußen, Alter? Das Schwein hat sich gerade selber Luft gejagt. Ich weiß nicht. Seltsame Gegend hier. Na. Ich explodiert jetzt auf einmal was. Ja, ist die übliche spontane Selbstentzündung. Hast du Comic schon gefunden? Ja, habe ich eingepackt. Ja, gucken wir noch weiter. Hier ist noch ein Keller. Kann ich nicht weiter gucken. Die Hütte brennt. Hey, komm mal her, ich habe hier noch einen Keller gefunden. Alter, ich war hier schon im Keller. Der Scheiß fliegt mir noch um die Ohren. Aber ich... Naja. Hier drin waren wir schon. Oder? Ja, das weiß ich eben nicht. Ich glaube, der ist leer geputzt, wie es aussieht. Dann waren wir aber auch schon im Haus. Wir lassen doch den Keller. Wir machen doch den Keller nicht leer und lassen das Haus einfach stehen. Nice. So, wollen wir mal gucken hier. Fangen Störe. 4 Baseballkarten. Diese 3 Schreine noch zerstören. Wir bringen die Comics-Sammlung zu Nadine. Zu Nadine zurück. Zu Nadine. Erreiche Fowlers Zuflucht mit der Wackelkopffiguren. Das noch abgeben. Aber sollen bitte schön Schreine sein. Wir müssen ja bei Eden's Gate sein hier unten irgendwie. Wackelkopffiguren, das ist hier unten abgeben. Ja, wenn wir mal ehrlich sind, es gibt hier bei Eden's Gate schon noch einige Stellen, die wir... Also da führen hier noch irgendwo Wege hin. Da oben ist noch ein Stachellattich. Da ist das Yes-Zeichen. Sind wir überall ja nicht lang geeiert. Hier ist noch... Müssen wir dann mal ein Flugzeug schnappen und so, mal drüber eiern. Senf und so... Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass wir da was übersehen haben. Oder auch hier unten nochmal Stachellattich. Unterhalb von der Rollbahn. Ist ja noch ein ganzes Eck. Dann hier ist ein Ort, keine Ahnung, ob das ein Ort ist, keine Ahnung. Das heißt hier Orville Creek. Da waren wir auch überhaupt nicht. Ja. Warte mal, da können wir doch einfach... das so machen. Das ist, scheint nicht weit weg zu sein von da. Kann man zur Not zu Fuß hinlatschen. Nach 200 Meter. Den Hügel runter.
Du bist war das Spiel beigetreten. Das fällt aber früher auf. Das kommt jedes Mal, wenn ich uns teleportiere. Steht immer dort, dass du meinem Spiel beigetreten bist. Ist mir jetzt erstmal aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das erscheint immer unten links. Bei mir. Jedes Mal. Ja, Schreine zu finden wird jetzt Spaß. Die können ja irgendwo im Wald auch stehen, irgendwo auf dem Berg. Ja, die können überall stehen. Ich laufe hier gerade nicht hinterher. Gut, wir müssen hinterher laufen, das ist ein Problem. Ich wollte eigentlich gerade hier ein bisschen den Berg hochlaufen, wo der Stachel lattig ist. Ja, mach doch. Achso, geht ja nicht wegen, du bist zu weit, hast dich zu weit von deinem Partner entfernt. Das wird gleich auftauchen. Also mal kurz auf die Karte schauen. Warte, ich bin schon unterwegs zu dir. Also unten den Creek, den haben wir jetzt als erkundet bekommen. Was ist denn das hier? Moment, ich bin gleich da. Ach, ein Schwarzbrenner hat hier Schnaps gebrannt. Seine Distille hier aufgebaut. So. Na? Gibt es im Englischen, da gibt es auch für im Englischen, glaube ich, oder im Amerikanischen gibt es auch dafür einen Fachbegriff. Das sind diese, wie heißen die, Moonlighter oder Moonshiners, genau. Also sind die brennenden Moonshine. Heißt ja komische, schwarzgebrannte. Genau. Ja, kenne ich zufällig, weil ich zu viel D-Max gucke. Ach, da gibt es eine Serie drüber? Ja, gibt es eine Serie drüber. Okay. D-Max habe ich früher, ja, also vor 10, 15 Jahren auch mal geschaut. Ist das bei dir auch gerade so komisch künstlich rot geworden? Ja, irgendwie schon. Okay, dann habe ich mir das also... Das ist der Stachellattig, den ich nicht aufheben kann. Ja, wahrscheinlich, weil... Vielleicht, weil dein Inventar voll ist. Ja. So, was spricht denn die Karte? Hier könnte, glaube ich, so wie es optisch aussieht, noch was sein, oder? Täuscht mich das? Das täuscht. Meinst du? Ja. Ich glaube nicht. Das kann überall sein halt, ne? Ja. Ich sage ja, am besten ist wahrscheinlich Hubschrauber nehmen, drüber fliegen, gucken. Oder halt Leute, die das verraten. Es gibt ja auch welche, die das sagen, wo irgendwas ist. Oder vielleicht einfach eine Karte noch, die fehlt, aufsammeln konnte. Ja, aber ich hätte überall, wo ich Karten kaufen kann, Karten gekauft. Ich glaube, das sind keine Karten, die man kaufen kann. Das sind Karten, die einfach irgendwo rumliegen, die man aufheben kann. Nee. Diese Karten, wo eingezeichnet sind, die Fässer, die Feuerzeuge und die Comics und so, das musste ich kaufen. Die haben mich jedes Mal 1200 Mücken gekostet. Hier oben wird es wahrscheinlich nicht sein, weil es ist ja Kartenrand hier. Ein bisschen schon. Der macht denn hier schon wieder Explosion? Ich weiß nicht. Ich höre ein Flugzeug, aber ich sehe keins. Du trittst hier die Grenze, dreh um. Hier, ja, und ich werde wegteleportiert. Über uns. Respawn. Ja, das geht schnell. Das habe ich ja mittlerweile auch schon erlebt. Hier scheint nichts zu sein, hier oben. Nee, ich bin auch schon gerade wieder auf bisschen auf dem Weg nach unten. Bin jetzt hier in der Biegung von dem Teich, also von dem Fluss.